Seit kurzem steht durch Simone Bailey ein vermeintlicher Leak im Raum, dass Need for Speed Most Wanted von 2005 ein Remake bekommt. Darüber hatten wir in einem Video bereits geredet. Wer das verpasst hat und genauere Infos dazu will, was es damit auf sich hat, eigentlich muss sich das Video mal anschauen. Denn heute gehen wir mal darauf ein, wie könnte denn dieses Remake eigentlich aussehen? Was erwartet EA da, beziehungsweise worauf müssen wir unbedingt achten? Denn Most Wanted ist ja nicht nur irgendein Spiel von ihnen, sondern quasi der erfolgreichste Teil überhaupt von Need for Speed. Und die Spieler bringen viele Dinge halt damit in Verbindung, sei es jetzt die Grafik oder Autos oder sonstiges. Und da fangen die Probleme halt an. Das eine ist ja, wenn sie ein Remake machen, auf einer neuen Engine und so weiter, ist es natürlich schwierig, diese Atmosphäre wieder einzufangen, richtig. Ich meine, man wird so oder so einen Unterschied merken, weil allein schon, dass die Grafik dann moderner ist, wird bei vielen halt andere Gefühle auslösen, als wenn sie an das Original denken, ist ja klar. Was noch schlimmer ist, ist das Handling. Das Handling von früher wieder herzustellen, einfach wieder auf dieses Level zu kommen, ist wahrscheinlich keine leichte Aufgabe. Und es ist auch einer der wichtigsten Punkte eigentlich in dem ganzen Remake, wenn es denn dann wirklich geschehen wird. Denn im Gegensatz zu einem Unbound oder so, hat sich Most Wanted halt sehr gut gespielt. Und das Ding ist, wenn jetzt Criterion beispielsweise an diesem Remake arbeitet, werden die vermutlich die Frostbite Engine nutzen. Und ja, wir sehen ja ein Unbound, was sie bringt. Ich meine, die Grafik ist ja nicht übel, aber das Handling, also wirklich die Physik an sich, ist nicht gerade ein Fan-Favorite, würde ich mal behaupten. Und ja, da haben die auf jeden Fall eine Menge Arbeit vor sich. Das gleiche gilt natürlich für die KI, ne? Wie die Bots sich verhalten, Rubberband und so weiter. Und vor allem die Polizei-KI, die ist ja auch völlig anders als die von der Frostbite-Engine. Ne? Während hier in Unbound die Cops teilweise noch komplett lost sind oder irgendwie übertreiben, ne? Ist ein ganz komisches Mischmasch, sind sie halt in Most Wanted auch immer ziemlich taktisch vorgegangen. Die hatten halt ihre Manöver und so weiter. Natürlich haben die sich auch allgemein komplett anders verhalten als das Auto, was man selber gefahren ist. Ne? Das hat man immer wieder gesehen. Allein schon die Tatsache, dass man die halt so wegcrashen kann und so weiter, das erfordert halt auch eine etwas andere Physik. Und ja, das alles ist natürlich schon mal engine-technisch so eine Sache. Ne? Die Grafik, da muss man sich halt mal überraschen lassen, wie es aussieht. Ne? Man wünscht natürlich möglichst das Beste. Aber ich glaube, am Ende wird es noch viel wichtiger sein, wie sich das Spiel an sich anfühlt. Ne? Es gab ja auch dann noch zum Beispiel damals diesen berühmten Pissfilter. Ich finde, in der Hinsicht könnte man einfach sagen, ja, machen wir optional, dass man in den Grafikeinstellungen diesen leichten Gelbfilter an- oder ausschalten kann. Weil einige, ne, kennen Most Wanted gar nicht anders. Die würden da kaum drauf verzichten wollen. Und andere sagen, brauche ich nicht. Ne? Also das wäre natürlich auch eine Option. Dann haben wir natürlich den Punkt Autos. Das ist natürlich eine ganz schwierige Sache mit Lizenzen. Es ist jetzt nicht das Problem, dass die Autos alt sind. Ne, man sieht es ja an Forza Horizon zum Beispiel, da gibt es auch eine ganze Menge alte Autos. Das ist alles kein Problem. Und auch das Tuning, wo viele ein Problem vielleicht vermuten, wird wohl eher weniger ein Problem sein. Denn wir sehen ja zum Beispiel an Horizon The Crew oder halt auch die aktuellen Need for Speed Teile, dass die Hersteller nicht alle Probleme damit haben, dass ihre Autos getunt werden. Manche sagen halt, ja, das und das Modell weniger Tuning, ne? Und bei anderen sagen sie, ja, mach was du willst quasi, ne? Und da Most Wanted damals halt frei erfundene Breitbausätze zum Beispiel hat und so weiter, ist es da auch lizenztechnisch gar nicht so schlimm. Denn das können die ja Vereine nehmen, ohne zahlen zu müssen. Die brauchen halt nur die Erlaubnis von dem Hersteller, dass die Autos irgendwie modifiziert werden können. Klar, dann haben wir Felgen und so weiter. Oder das Auto an sich, aber wie gesagt, da an die Lizenzen zu kommen, ist nicht so das Problem, außer vielleicht so bei Toyota. Da gibt es halt Schwierigkeiten bei Need for Speed. Warum, weiß keiner so ganz genau. Aber ansonsten sollten sie da eigentlich gut rankommen. Und ich sag mal so, wenn sie an irgendein Auto nicht mehr rankommen, dann ist das halt so, dann ersetzen sie diese Modelle halt durch ähnliche Fahrzeuge von anderen Herstellern, wo sie die Lizenz halt kriegen. Ne? Daran soll es ja dann auch nicht scheitern. Und allgemein wird natürlich auch cool, wenn sie vielleicht noch ein bisschen was hinzufügen, was Tuning angeht. Man sieht es ja zum Beispiel hier an den ganzen Mods für Most Wanted und so weiter. Man kann da teilweise sogar mittlerweile Scheinwerfer tauschen und so weiter halt, wie damals in Underground. Und ja, Most Wanted hatte halt wesentlich weniger Tuning als in Underground 2. Das wurde erst in Carbon wieder mehr mit dem bekannten Autoscript-Feature und so weiter. Also da wird man sich natürlich dann wünschen, dass man da ein bisschen mehr Möglichkeiten hat. Und das sind ja schon so ziemlich die wichtigsten Dinge. Wie gesagt, die Grafik, dann auf jeden Fall die Fahrphysik, die KI,
ne, wie sich die Autos verhalten und so weiter, ist alles ganz wichtig. So Sachen wie das, diese ganzen Gameplay-Features, zum Beispiel Kopfgeld, Meilensteine und was es da alle gab. Das ist eigentlich klar wie Kloßbrühe, das darf nicht fehlen bei so einem Remake. Na, deswegen gehe ich da jetzt auch nicht weiter drauf ein. Wie gesagt, das muss da sein. Wenn nicht, dann weiß ich nicht, was die da veranstalten. Ne? Und ja, autotechnisch natürlich, jetzt erwartet man natürlich keine 500 Autos oder so, das war bei Need for Speed noch nie so, aber so ein paar mehr Autos als früher wäre natürlich auch cool, ne? Die hatten da irgendwie 30, 32 Autos, wenn sie 100 reinhauen, würde mir das schon persönlich reichen, ne? Damals kam man ja auch damit klar. Und dann hast du natürlich noch die Sache Musik, ne? Ist natürlich nicht ganz so einfach in Sachen Musik, ist jetzt schon wieder ein bisschen schwieriger, auch die Lizenzen für all die alten Titel zu bekommen. Aber auch da würde ich sagen, denke ich mal, man wird schon einige Titel kriegen. Und wenn einige nicht zu kriegen sind, dann ist das halt so, wie es ist. Da muss man halt mit leben. Da kann man natürlich auch gucken, dass man ähnliche Titel reinbringt oder die Community einfach mal fragt, welche Songs würdet ihr euch als Ersatz wünschen. Da könnte man auch Slipknot oder was weiß ich was alle reinhauen. Ne? Auch kein Ding. Wirklich, bei diesem Remake ist die große Aufgabe von EA dann im Grunde einfach, ja, es nicht zu verkacken. Und das schaffen die halt immer wieder mit Leichtigkeit. Und deswegen ist das natürlich schwierig. Und es könnte auch einer der Gründe sein, warum an dem Remake vielleicht doch nichts dran ist und da nichts kommt. Weil es ist halt wirklich ein großes Risiko, ein so beliebtes und geliebtes Spiel, so eine Perle anzufassen, ne, und da dran rumzubasteln. Ne. Es ist halt ein Klassiker, er ist halt super beliebt. Und wenn die da auch nur irgendwo einen Fehltritt machen, und ich weiß, da wird irgendwo, wenn da was kommt, wird es sowieso wieder Leute geben, die sich aufregen und sagen, bah, nee, richtig schlecht und so. Es ist halt immer so, ne? Darauf muss man immer pokern, das passiert halt. Aber das große Ding ist, wenn sie halt einen großen Fehler machen, wo wirklich alle sagen, nee, das hat für mich nichts mit Most Wanted mehr zu tun oder die Autos fahren sich irgendwie so kacke wie ein Unbound. Das wäre halt dann die maximale Endstufe eines Shitstorms, den die abbekommen würden, weil das darf einfach nicht passieren. Und da sie in den letzten Jahren schon nicht auf die Leute gehört haben und wirklich immer nur so minimal an der Engine geschraubt haben, um das Fahrverhalten zu verbessern, könnte das schon kritisch werden. Die haben halt irgendwie keinen Bock, da sich mal an eine neue Engine ranzusetzen und da irgendwie was zu machen. Aber vielleicht kommt ja jetzt auch eine neue Engine mit dem Remake, auf das dann die neuen Need for Speeds in Zukunft aufbauen. Weil ich meine, wenn man jetzt ein geiles Spiel raus hat, sagen wir mal Most Wanted kommt wirklich und wird ein absoluter Giga-Chat in Sachen Need for Speed wieder. Also so ein richtig Mega-Erfolg. Ne, einfach das Handling ist wieder top und so weiter. Dann haben die ja die Grundlage, zum Beispiel auch ein Carbon zu remaken, Underground 2, aber auch neue Teile zu entwickeln, die uns gefallen, und die haben halt endlich dann wieder eine gute Engine. Ne? Und ich finde, darauf hätte sich EA schon viel länger fokussieren sollen, einfach zu gucken, yo, wir müssen die Engine überarbeiten. Frostbite sieht zwar schön aus, fährt sich aber maximal kacke. Also neue Engine ran, wenn du sie hast, dann hast du sie. Dann kannst du da auch erstmal wieder 10 Jahre oder was weiß ich, wie lange drauf bauen. Es muss halt einmal knallen, dass man wirklich einen soliden Untergrund hat, eine solide, stabile Basis für jedes folgende Spiel. Und da bietet Most Wanted natürlich auch die Möglichkeit. Klar, müssen die ein bisschen Geld in der Hand nehmen, aber die haben ja wohl am wenigsten Probleme, was Geld angeht, glaube ich. Die haben sich ja mit den Games wie FIFA und so weiter mehr als genug Geld reingeschippert. Deswegen sehe ich da kein Problem. Was man natürlich auch nicht außer Acht lassen darf, ist die Blacklist. Ja, wir haben dann nämlich echte Menschen gehabt damals, ja, die ganzen Cutscenes und so weiter, die wurden ja richtig gefilmt und auch die, man hat zwar nicht alle Blacklist-Fahrer in den Cutscenes gesehen, aber die Fotos und so weiter sind ja von echten Menschen und die müssen auch erstmal alle wieder um Erlaubnis gefragt werden, hey, dürfen wir deine Bilder blablabla nutzen, und die müssen ja auch dann irgendwie bezahlt werden oder was, ne, ob man da Werbeverträge mitmacht oder so, ne, sagen wir mal Crossraiser, Mia, und die Dame hier, halt die Frau Bailey da, ne, die hat ja keinen richtigen Namen, so weiter. Die sind ja auch aktiv in den Szenen zu sehen, die müssten halt auch dann wieder irgendwie mit eingebracht werden. Das kannst du ja auch nicht einfach so machen. Und ja, an sich natürlich musst du auch die ganzen Filmsequenzen remastern. Irgendwie entweder du nimmst die neu auf, aber dann, ne, mit alten Schauspielern, gut, die sind halt gealtert, ne? Aber ich sag mal so, heutzutage ist es kein Problem, die Jünger wieder aussehen zu lassen, weil
jede Schabracke auf dieser Welt kann mittlerweile aussehen wie ein Topmodel. Sorry, dass ich das so sage, aber wirklich, das Internet ist mit Filtern gefüllt. Also ich sehe kaum noch echte Menschen. Also klar, ich übertreibe gerade ein bisschen, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Diese ganze Filtertechnologie, die KI, was die alles kann heutzutage, Deepfake und bla bla bla. Deswegen, da sehe ich eigentlich kein Problem. Ja, ist ein bisschen Arbeit, ist ein bisschen Geld, aber ey, EA immer noch, die haben genug Kohle. Also sehe ich da gar kein Problem, diese Cutscenes entweder wieder herzustellen, quasi neu zu filmen oder so ein Programm darüber latschen zu lassen, welches die alten Cutscenes wirklich so krass remastert, dass es wieder aussieht wie neu. Das einzige Problem sind halt wieder Autolizenzen, wenn da einer sagt, nö, Toyota Supra zum Beispiel fährt Ronnie in einer Cutscene. Dann müssten sie die Szene natürlich komplett neu machen, ne? Also ihr merkt, da sind überall so Kleinigkeiten, an die man denken muss. Also einfach mal so eine Grafikmod draufknallen oder so geht halt nicht. Da steckt schon eine Menge Arbeit hinter und natürlich auch ein riesiges Risiko. Weil wenn man das Spiel, wie ich schon sagte, versaut, dann haben die ein Problem. Ein weiterer Punkt wäre das Online-Feature. Heutzutage, finde ich, reicht es nicht mehr ganz aus, was Most Wanted damals geboten hat. Da gab es wirklich nur ein paar Rennmodis und den konnte man joinen und dann fahren. Da müsste man vielleicht noch ein bisschen mehr machen. Da müsste man überlegen, bringt man noch einen freien Modus ein? Warum einen freien Modus? Open World sind ja momentan auch immer so ein Thema. Ne? Viele sind diesen ganzen Open World-Ding da satt, aber es wäre halt genial, wenn du halt auch so wie in Unbound in Most Wanted halt mit deinen Freunden durch die Stadt cruisen kannst und auch Polizeiverfolgungsjagden hast. Natürlich dürfen wir die Verfolgungsstopper nicht fehlen, also das wäre halt maximal episch, würde ich sagen. Wie geil wäre das, einfach so eine riesige Verfolgungsjagd und deine Kollegen sind da, um dich zu unterstützen oder ihr flüchtet zusammen, ne? Ihr wisst, was ich meine. Und dann haben wir natürlich die Stadt an sich nochmal. Klar, die war nicht schlecht und ist auch, ne, ist eine geile Map an sich, aber die müsste man vielleicht auch ein bisschen erweitern, weil die ist auch relativ klein im Verhältnis, ne? Stören würde es mich jetzt nicht, wenn die nicht vergrößert würde, aber ich feiern würde ich es schon. Man könnte ja auch sagen, ja, wir nehmen einfach die Need for Speed World Map. Dann hast du natürlich Palm City noch dabei aus Carbon, aber wie machst du das dann? Bringst du dann irgendwann ein großes Update, sprich, wenn Most Wanted geklappt hat, aber das ist jetzt schon wieder ein ganz wildes anderes Thema fast schon, da noch Palm City hinzuzufügen. Aber man könnte es natürlich so machen, dass man erst Most Wanted spielt und Carbon halt ein bisschen umgestaltet auf die Basics von Most Wanted und dann irgendwann DLC rausbringen mit der Carbon-Story, also eine Erweiterung, so wie zum Beispiel hier in Destiny oder sowas macht, ne? Das ist ja dasselbe Spiel, aber immer wieder neue Storys, Storys, Storys. Und so könnte man das natürlich da auch machen. Und da würde ich sogar dann sagen, ja, da pay ich halt nochmal einen Fuffi für die Carbon-Story, aber auch nur, wenn dann wirklich, ne, auch einige Features wieder kommen, wie die Canyon-Rennen und bla bla bla, ewig schon, ne? Ist jetzt ein bisschen kompliziert, was ich mir ganz, das kam jetzt auch spontan irgendwie in den Sinn. Da müssten wir vielleicht nochmal ein extra Video machen, wie man das kombinieren könnte. Aber bleiben wir jetzt einfach mal beim Basic Most Wanted ohne irgendeine Carbon-Map oder so. Man kann die natürlich ein bisschen erweitern, vergrößern, neue Stadtgebiete noch oder so, ne? Alles kein Ding. Und so eine Anspielung halt auf die Canyons machen vielleicht, ne? Weil man hat ja am Ende von Most Wanted da diese Brücke überquert, sprich diese Sandhaufen wurden da weggeräumt und ihr kennt diesen Weg, ne? Da hat man sich am Anfang immer gefragt, hey, wo geht's da wohl hin? Aber ich komme da halt nicht durch. Und am Ende der Story seid ihr da halt über die alte Brücke gesprungen und da geht's halt in irgendwelche Gebirge. Ja. Gut, wir haben jetzt, wie gesagt, ein paar Dinge. Wirklich wichtig, Autos, ist klar, lizenzieren, bla bla, ist nicht das Problem. Wie gesagt, an alte Autolizenzen ranzukommen, ist nicht schwer. Es kommt halt gut drauf an, wie die zu Need for Speed stehen, die ganzen Leute. Und, aber es gibt mittlerweile mehr als genug Autos und es würde mich wirklich nicht stören, wenn da auch moderne Autos dabei sind. Der wichtigste Wagen ist sowieso der M3 GTR, aber den haben wir ja auch in den letzten Spielen schon gehabt. Den wird es also sicherlich geben. Ne, da haben wir schon mal kein Problem. Ford Mustang, den alten, gut, den hat, sieht man nicht mehr oft in Videospielen, aber ich denke, auch da kommt man dran. Forza Motorsport 7 hatte zum Beispiel eine Version. Ja, Musik, ne, also ich, was ich im Groben und Ganzen sagen will, es ist nicht schlimm, wenn einige Dinge vielleicht einfach nicht mehr möglich sind aus Lizenzgründen, was Musik und Autos angeht, wenn die halt durch andere Fahrzeuge und Musik ersetzt werden. Ich glaube, damit könnten wir leben. Das Wichtigste ist halt wirklich die Grafik und ganz, ganz, ganz nochmal, nochmal ein Drop wichtiger, wirklich die Physik. Die Physik ist das absolute Nonplusultra gewesen, finde ich damals. Und das darf nicht verkackt werden. Wenn sich das wie ein Unbound spielt oder ein Payback, was weiß ich, dann sehe ich es schon kommen. Das Spiel wird floppen. Die Leute fühlen sich verarscht. Es werden vielleicht mehr Leute spielen, einfach wegen der Nostalgie.
Aber im Großen und Ganzen wird es kein Riesenerfolg. Und ich denke mal, dann haben sie da auch endgültig geschafft, den Letzten zu enttäuschen, wirklich. Also wenn man das anpackt, wie gesagt, dieses Remake, da müssen die sich auch wirklich reinhängen. Und empfehlenswert wäre natürlich, wenn sie dann Creator ranholen, keine Ahnung. Ich würde mich ja anbieten, aber ich glaube, die wissen nicht mal, dass ich existiere, aber vielleicht auch so ein Kuro oder ein LPN, die kennen die Spiele. Die können euch da viel besseres Feedback geben, wahrscheinlich, als irgendwelche anderen Leute. Weil, warum sage ich das? Naja, die letzten Teile waren halt nicht so der Kracher. Da kommt mit mir nicht so vor, als hätten sie da mal ein bisschen sich Input geholt von Leuten, die viel enger mit den Spielern, die das Spiel dann am Ende spielen soll, verknüpft sind. Ne? Und das sind halt wir, Creator. Ne? Aber na gut, das sind auf jeden Fall so Punkte, die ich nochmal ansprechen wollte jetzt, die mir wichtig sind und die ich finde auch wichtig für EA sind, wo die wirklich drauf achten müssen, beziehungsweise Criterion Game oder wer weiß, ob da nicht vielleicht doch noch ein anderes Studio dran arbeitet. Auf jeden Fall ganz wichtige Punkte und halt auch mal, um euch zu zeigen, so ein bisschen oder dran zu erinnern, dass es gar nicht mal so einfach ist, mal eben so ein Remake hinzuknallen. Ne, da hängt wirklich viel mit dran, ne? Vor allem, wenn man eine neue Engine benutzen will und so weiter. Das ist einfach... Ich glaube, 100% wird es sowieso nicht das Original-Feeling sein, aber wenn die irgendwo zwischen 80 und 100% landen, ich glaube, dann kann man damit leben und dann bin ich auch persönlich, wäre ich damit schon glücklich. Klar, einige werden trotzdem rumschreien, aber naja, ihr könnt mir ja meine... ihr könnt ja mal meine Meinung in die Kommentare schreiben, ist klar, ne? Schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare, was glaubt ihr, wenn das wirklich kommt, worauf es ankommt. Ne, würdet ihr sagen, ah, die Grafik ist wirklich das Wichtigste, Handling ist egal oder eher Handling oder beides oder alles, was ich angesprochen habe. Und auch Musik. Würdet ihr den Kompromiss eingehen und sagen, ja gut, wenn sie halt an eine Autolizenz nicht rankommen, ist das wirklich schade oder eine Musiklizenz. Aber wenn sie das halt dann durch ein anderes ersetzen, ist das doch auch okay. Würde ich jetzt sagen, ist okay. Ne, weil die Zeiten ändern sich nun mal, so ist das. Und ja, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich bin raus an der Stelle. Ich danke euch für den Support. Lasst gerne ein Like da und das Abo nicht vergessen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Dann verpasst ihr auch nichts mehr. Bald geht's mit The Crew Motorfest los. Und wir sehen uns dann dort, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.